Barbona Carrington. Barbona Carrington. Oh, dieses Schläppchen. Ich meine, ich bin bestimmt nicht prüde. Aber ich laufe nicht halbnackt durch die Gegend. Das kann Ihnen doch egal sein. Ich glaube, ich weiß, warum sie das tut. Ach, wirklich? Madame Barbona wird sicherlich nicht viel erben. Sie war schließlich nur die Enkelin und ist dazu noch angenommen. Angenommen? Tja, wie sagt man adoptiert? Ach so, dann steht sie wohl recht weit hinten auf der Liste. Oh ja, und dadurch kann sie ganz legal mit dem männlichen Erben anwandern. Sie meinen, sie will sich nach oben schlafen? Bestimmt, genau das würde ich. Ja? Ich habe schon zu viel gesagt. Sich selbst. Ma? Was soll ich sagen? Sie heißen Luisa Wyckoff, richtig? Ui, das ist richtig. Der Name klingt nicht sehr französisch. Ich hatte ein Marriage mit einem Amerikaner. Aber wir hatten die Scheidung vor langer Zeit. Seit wann arbeiten Sie denn hier? Schon seit fast 2 Jahren. Mr. Edgeway war so freundlich, mich hier zu engagieren. Und was genau machen Sie hier alles? Nun, ich sauge, schrubbe, poliere und gehe an die Wäsche der Herrschaften. Aha. Und Ihnen gefällt diese Arbeit? Nun, ich möchte dies nicht machen, mein Leben lang. Wenn der Testament gelesen wurde, ich gehe zurück nach Paris. Sie gehen also davon aus, etwas zu erben? Oui, naturellement. Das hat Mr. Edgeway mir in die Sterbebett versprochen. Man sagt aber am Sterbebett. Oh no, in diesem Fall war es noch im Sterbebett. Ich hatte es befürchtet. Alfred Sappington. Alfred ist eine harmlose Trottel. Wie kommen Sie darauf? Erzählte mir, wie lange er schon hier in diesem Haus ist. All die vielen Jahre immer in diese Bude. Nie bekam er mehr Geld, immer nur der brave Diener. Es hat ihn sicher niemand gezwungen, hier zu arbeiten. Aber für mich ist das auf die Dauer nichts. Jim McGarment. Jim ist nicht mein Typ. Nein? Er ist ein dummer Angeber. Und eingebildet ist er. Er war nicht erfreut, als ich erfuhr, dass er war früher nur ein simpler Busfahrer. Hatte er das verschwiegen? Nun, ich glaube, er wollte etwas angeben. Mir imponieren, sagte er, wäre Rennfahrer gewesen. Und da sagte ich, wie schnell fährt denn so eine Omnibus? Danach hatte ich meine Ruhe vor ihm. Reverend Gugion.
Oh, ich denke, ich ja nicht. Finden Sie? Oui, normalerweise werde ich von dieser frommen Herrschaft immer getadelt wegen meiner Kleidung. Wirklich? Oui, immer heißt es, ich sei, wie sagt man, zu aufreizend und ich solle nicht von der rechten Weg abkommen. Und er sieht das anders? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, er hat versucht, mir zu schauen unter den Rock. Kennen Sie ihn denn schon länger? Nur, ich denke nicht, dass er jemals zuvor hier war. Dr. Fred Edison. Und der Mann mit dieser grässlichen Hautfarbe. Genau der. Ich hörte, er sei ein Doktor. Aber hier habe ich ihn nie zuvor gesehen. Dr. Fred praktiziert schon lange nicht mehr. Und der alte Herr hat auch nie einen Arzt verlangt. Zumindest nicht, seit ich hier bin im Haus. Ich verstehe es sehr gut, kleine Gewächer zu versorgen. Wenn Sie wissen, was ich meine, Madame. Ich kann es mir vorstellen. Natürlich können Sie das. Sie sind auch im Film. Wechseln wir besser das Thema. Ja, da sind wir mit ihr durch. Dann will ich sie nicht länger aufhalten. Merci, Madame. So. Das ist eine Tür, da können wir aber nicht hin. Da können wir auch nichts machen. So, warte mal, die Tür können wir ausprobieren. Hier ist abgeschlossen. Okay. Nun gut. So, warte mal. Naja, es hat aufgehört zu regnen. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Kofferraum, Auto. Aha. Der lässt sich nur mit dem Schlüssel öffnen. Ja, ich wollte eigentlich auch nur untersuchen erstmal. Ich sehe da nichts Ungewöhnliches. Okay. Da liegt nichts im Innenraum. Ein altes Auto. Ja, es ist halt nicht... Also das ist ja das Auto, womit wir gekommen sind, aber... Keine Ahnung, von wem das ist. Mülltonnen. Ich frage mich, wie oft die Müllabfuhr hier vorbeikommt. Ich schätze mal bei den komplizierten Wegen nicht allzu oft, oder? Können wir Müll wühlen? Die sind nicht geschlossen. Ach so. Wonach sollte ich denn im Müll suchen? Das weiß ich nicht. Es sieht sehr gepflegt aus. Ein schönes Auto. Das ist ein 1969er Blimboost, wenn ich mich nicht irre. Aha. Eine Menge Zeug an der Wand, aber nichts, womit wir irgendein Clipboard, nichts, womit wir irgendwas anfangen können. Da hängt ein Servicebericht einer Werkstatt. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Das Auto wird regelmäßig gewartet. Kann man das mitnehmen? Es genügt, wenn ich es lese. Na gut. Bohrmaschine, Lötbrenner, Benzinkanister. Es war ja auch immer so eine Sache bei Maniac Menschen, da gab es zwar eine Kettensäge, aber es gab nie Benzin, ne? Da geht so dünnes Schreibheft.
was machen wir denn hier mit? Ein ist ein Bunsenbrenner. Ein Bildbrenner, wenn Sie es genau nehmen. Wo ist denn da der Unterschied? Keine Ahnung. Ach, super. Ja, nimm mal mit. Ich nehme dieses Ding mal mit. Okay. Sie haben nichts dagegen? Warum sollte ich? Normalerweise muss man sich in dieser Stadt die Hacken ablaufen. Um so einen Gegenstand einstecken zu können. Nun, wenn Sie darauf bestehen. Besorgen Sie mir einen goldenen Siegelring. Die Statue des Bleichen Königs. Und die Briefmarke des Zinnoberroten Merkurs. Vergessen Sie es. Dann holen Sie mir wenigstens eine Dose Pepsi aus dem Kühlschrank in der Küche. Aber sagen Sie bloß unserem Butler nichts davon. Der alte Knabe ist kein großer Freund von Softdrinks. Okay. Und was ist denn mit dem Kanister? Ein Benzinkanister. Ich dachte, sowas findet man nur auf dem Mars. Den hätten wir 1987 gebraucht. Ich hätte sie viel jünger angeschätzt. Witzig. Dünne Schreibheft? Das ist wohl ein Fahrtenbuch. Scheint so, als wären spontane Spritztouren nicht erwünscht. Moment mal. Ein Fahrtenbuch geht Sie nichts an. Oh, tut mir leid. Wir Schriftsteller sind wohl von Natur aus neugierig. Ich hoffe, Sie geraten deswegen nicht mal in Schwierigkeiten. War das eine Drohung?